Gut, ihr lieben Maker ein. Ja, gestern sind wir beim Voron stehen geblieben und eigentlich hatte ich gestern auch noch eine Aufnahme von diesem Teil da hinten, nicht von dem Fernseher, sondern von dem Prusa Mini aufgenommen. Da hatte ich den Filamentsensor verbaut, der allerdings leider Gottes nicht funktioniert. Das ist so eine Scheiße, aber auch muss ich mal rausfinden, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder ob ich irgendwo vergessen habe, ein Kabel anzustecken. Wobei, es ist ja nur ein Kabel. Also wenn ich das vergessen habe anzustecken, dann Schande über mein Haupt. Ich stelle euch mal dahin. Aber heute sind Pakete angekommen. Genau, 3 an der Anzahl. Der Vlog macht mir mittlerweile richtig Laune, muss ich sagen. Also der hat meine Laune gerade eben gehoben. Ich habe das Ganze schon mal versucht aufzunehmen, habe mich verbabbelt und habe die Verpackung jetzt aber schon aufgehabt. Deswegen seid ihr nicht böse, dass ich da schon mal reingeguckt habe. Ich weiß, was drin ist. Ihr seht es auch gleich wieder. Von daher alles gut. Und zwar hat mir die Firma Azure Film oder Azure Film oder wie auch immer entsprechend aus Slowenien kommen die, glaube ich. Genau. I Feel Slovenia. Ist in Europa hergestellt, das Filament. Und die haben uns angefragt, ey, wollt ihr nicht unser Filament verkaufen? Und ich habe gesagt, ja, klar, steckt uns da mal ein paar Proben rüber. Einfach mal so PLA, ABS und PETG eine Probe in 50 Gramm in Weiß reicht aus, damit wir mal testen können, ob das Material druckbar ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben uns gleich hier so eine Box mit jeweils 2 oder 3 Proben hier rüber geschickt. Und zwar haben wir da einmal ABSP in Schwarz, ABSP in Grau oder Silber. Ich glaube, das ist eher Grau. Dann einmal finde ich auch eine super coole Farbe. Ist zwar jetzt kein Glitzer und kein gar nichts, aber der Farbton hat was. So ein grünes PLA hat echt was, muss ich sagen. Für so ein Unicolor PLA sieht es echt geil aus. Dann hier auch nochmal PLA Pen in Grau. Das Light oder das graue ABS, da habe ich ein Auge drauf geworfen. Da habe ich echt ein Auge drauf geworfen, da habe ich nämlich schon eine Idee für. Ich habe tausende Ideen, ich weiß, ich bin schlimm. Aber ich habe eine Idee für, wenn das noch einen Ticken heller geht, lasst euch überraschen. Dann gibt es nochmal PETG und zwar in Schwarz und einmal in Translucent. Ja, was mache ich jetzt damit? Ich werde nachher den Mini anschmeißen, auch wenn der Filamentsensor nicht funktioniert, und werde damit Makerbots drucken. Das funktioniert nämlich, also ich kann ja trotzdem drucken, auch wenn der Sensor nicht funktioniert. Ich kann ihn einfach ausschalten, beziehungsweise ich muss einfach nur gucken, dass das Filament nicht leer läuft, aber der braucht ja nur 27 oder 37 Gramm. Ich muss jetzt genau nachgucken, 14, ja. Aber und dann ist noch ein Paket gekommen, wo ich heute gar nicht mitgerechnet hätte, dass es so schnell da ist. Das ist nämlich auch eine Firma, die uns angeschrieben hat, die relativ neu ist. Aus Deutschland kommt die. Und die haben gefragt gehabt, ey, wollt ihr unser Material auch verticken? Ja, habe ich gesagt, gerne, her damit. Ein guter Bekannter von mir hat das schon getestet, hat gesagt gehabt, pass auf mit Stringing. Die verticken momentan hauptsächlich PETG oder viel PETG. Die haben da so ein spezielles irgendwie entwickelt. Und wenn ich hier noch die Verpackung aufkriege, ohne mir weh zu tun mit dem Messer, dann kann ich euch auch zeigen, was denn da drin ist. So. Und bei dem PETG handelt es sich um Inkrayon. Die waren mir auch recht neu. Muss ich aber echt sagen, ich war kurz davor, mir welches zu bestellen, nur war dann leider schon alles ausverkauft und ich weiß, dass die gerade ihre Produktion aufstocken und versuchen dann, euren Bedarf zu füllen. Ich weiß, dass das Zeug, hat er mir auch selbst gesagt, ein bisschen biestig sein kann, um es mal so zu sagen. Insofern, dass es halt sehr stark stringen kann und man es vielleicht eventuell vorher trocknen muss, weil es kein stinknormales PETG ist, sondern ein, wie nennen die es hier, Pen-PET. Das ist so ein Clear Blue, steht das hier. Ich mache einfach mal, also mal so zur Verpackung. Allein das sagt schon was über die Qualität des Materials, finde ich, oder so ein bisschen über die Qualität, die erreichen wollen aus. Die haben sich nämlich Gedanken gemacht. Das habe ich bis jetzt auch nur einmal, glaube ich, gesehen, wo man einfach an der Seite so ein Loch hatte, was durchstecken konnte und hier oben so ein kleines Löchchen, um das Material rauszuziehen. Coole Idee, ja. Aber die sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben angefangen nämlich hier, ne? Oh, ich krieg's nicht auf. Da geht's langsam auf.
Leck, ich reiß den anderen Karton kaputt. So, ups. Ah ja, so war das nicht gedacht. Oder doch, so war es gedacht. Genau so war es gedacht. Okay. Und, ta-ta-da-da, so habe ich einen schicken Spulenhalter. Dann kann ich nämlich hier entsprechend einen Halter durchbasteln, der dann hier einhängt und dann so, der dann hier einhängt quasi und dann hängt die Spule nämlich in dem Karton drin und den Rest hier kann man dann entsorgen. Ist mitgedacht, muss man echt sagen, ist mitgedacht, gefällt mir sehr gut. Zum Filament selber, ich weiß jetzt noch nicht allzu viel. Die haben gesagt gehabt, ja, das sehe ich hier gerade schon, also Druckbetttemperatur zwischen 50 und 80 Grad und jetzt kommt's, Düsentemperatur zwischen 260 und 275 Grad. Ich meine auch zu glauben, dass das Ganze halt dann am Schluss robuster sein soll als normales PETG. Ich bin mir gerade nicht sicher. Er hat mir gesagt, gehabt zur Not einfach mal eine Stunde oder zwei bei 60 Grad oder so in Richtung in den Ofen. Oder halt, ich habe ja drüben haben wir ja noch den Dörrautomat liegen. Da werde ich mal ein paar Proben abzwacken und werde dann einfach mal den ein oder anderen Makeobot versuchen zu drucken. Ich befürchte, dass wir erstmal Stringy bekommen werden, aber ja, abwarten. Was mir schon mal jetzt gefällt, ist, die Wicklung an sich sieht schon mal recht gut aus. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, aber das sieht schon recht ordentlich aus. Der Durchmesser sieht auch jetzt nicht so aus, als wenn er irgendwie stark schwankend wäre. Naja, mal gucken. Und was mir auch gefällt ist, na gut, das kann man jetzt schlecht sehen, weil das Licht von da kommt, aber wenn ich es so ein bisschen gegen das Licht halte, ist das so ein transparentes Blau, das so richtig schön leuchtet. Also richtig so, wie soll ich sagen, geht einem das Herz auf, sagen wir es mal so. Genau. Dann war ich heute noch fleißig. Ich habe heute noch neben dem Kunden, die Arbeit vom Kunden, erstens noch Grimpen geübt in der Mittagspause. Ja, muss natürlich auch noch sein. Ich habe die Kabel von gestern nochmal neu gekrimmt. Da habe ich nochmal ein Stückchen abgeschnitten, weil die nicht richtig gehalten haben. Beziehungsweise, weil der eine Stecker nicht gehalten hat und ich dann gesehen habe, okay, da ist die eine Finne schon abgebrochen, dieser eine Flügel. Und dann habe ich gerade nochmal alle neu gemacht. Und dann habe ich noch diese Dinger hier gedruckt. Ah, ich weiß nicht, ob man es so sieht. Ich hoffe, man hat es jetzt erkannt. Ich weiß es nicht genau. Werden wir im Nachgang sehen. Wenn nicht, mache ich noch ein bisschen B-Roll drüber, wo man sieht, wie das aussieht. Das ist ein kleines, eine kleine Kathedrale, ein kleiner Ort oder wie auch immer, für die Siedler von Catan. Und das habe ich aus dem Grund gedruckt. Drüben auf dem Illego Mars druckt das nächste. Ich fange jetzt an, nach und nach diese Orte zu drucken, diese Teile zu drucken. Ganz einfach deswegen, weil wir mit Freunden zu Hause öfters mal eine Runde Catan spielen. Und ich habe mir gedacht gehabt, es gibt auch eine 3D-druckbare Version von Catan und die werde ich mal ausprobieren, einfach in der nächsten Zeit. Das bedeutet, ich drucke jetzt die einzelnen Kacheln dazu. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da wird es dann auch nochmal ein separates Video drüber geben. Das heißt also, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Wenn ihr auch nicht verpassen wollt, wie das Material sich hier dann druckt, auch den Kanal abonnieren. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich den Mini hinkriege, endlich mal. Herrgott, Zeit nochmal. Dann abonniert den Kanal. Genau. Dann ist aber noch eine Sache. Und das ist die letzte Sache, die ich noch gerne mit euch teilen würde. Beziehungsweise die vorletzte. Eine kleine Mini-Sache ist noch gekommen. Der Livestream wird demnächst vermutlich ein gutes Stück besser von der Qualität her werden. All derweil, die Jungs von der Telekom waren heute da und haben das Glasfaser bis hier reingelegt. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Anschluss. Also diese Buchse, die hier noch ran muss. Momentan liegt nur das rohe Glasfaserkabel da. Wir haben auch schon abgesprochen, dass wir entsprechend bald das Netzwerk hier im Büro erneuern werden. Wahrscheinlich so in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Dass wir mal komplett das ganze Netzwerk hier legen werden und schön alles verkleiden werden. Damit das auch endlich mal von der Strichliste weg ist. Und dann haben wir hier endlich mal 50 Mbit Glasfaser anlegen. Das ist natürlich mega cool. Genau, letzte Sache. Dafür drehe ich euch mal ganz kurz um. Und dann hoffe ich, dass ihr das da drüben seht. Ja, seht ihr. Genau. Das ist noch angekommen. Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Warum das denn jetzt nochmal kommt. Das andere, was letztens gekommen ist, war nur die erste Hälfte. Und das ist jetzt die zweite. Ich zeige euch gleich, was es ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht reinschneide.
Ja, da schreibt schon wieder einer bei Discord. So. Ach, und eine Sache. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich samstags oder sonntags ein bisschen zickig reagiere, falls mir irgendeiner eine Supportanfrage schickt über einen Webshop oder sonst was oder per E-Mail. Weil ich dann auch, denke ich mal, ein bisschen wohlverdientes Wochenende habe. Da bin ich ja manchmal ein bisschen zickig, wenn mich da einer versucht anzuschreiben. Genau. Und das ist das, was angekommen ist. Das ist die zweite Portion. Eigentlich sind das die Rückenklappen für den Veron, habe ich ja schon mal erzählt. Die werden wir noch in einem 1.6er entsprechend verbaut bekommen. Und ich werde die auch noch als Fotohintergrund quasi benutzen können. Also sprich, wenn wir irgendwelches B-Roll oder sowas schießen müssen. Wir haben jetzt mal ein bisschen viel von dem schwarzen Zeug. Ich glaube, ich war ein bisschen übereifrig, als ich das bestellt habe. Aber ja. Ja. Falls ihr sowas braucht, sagt Bescheid. Ihr könnt es für kleines Geld bei mir noch ein bisschen was erwerben. Ich glaube, ich werde nicht alles gebrauchen können. Ja, das war's für heute. Ich gehe jetzt nochmal gleich an die Grimmzange und werde versuchen. Ach ja, übrigens, die Automatik von gestern. Das Ding. Weg damit. Ich habe jetzt angefangen mit der manuellen zu krimpen. Das ist die hier. Das ist die hier. Ganz einfach aus dem Grund, ne? Stell scharf. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich da ein bisschen mehr Kontrolle drüber habe, wie genau das Ding arbeitet und wie viel Kraft ich dann drauf ausübe, um halt sowas zu krimpen. Bei der automatischen geht das nicht. Da gibt man nur Vollgas und dann kommt man erst wieder in den Leerlauf rein. Das ist ein bisschen semi-optimal, gerade bei diesen Mikrofit-Steckern. Ich habe mich gewundert, warum die nicht passen, aber konnte auch gar nicht, weil so breit wie die gedrückt waren, ging auch gar nicht mehr anders. Genau. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns morgen im Stream wieder. Hoffentlich habe ich bis dahin morgen im Video wieder. Bis dahin habe ich hoffentlich den Mini soweit flott gemacht und rausgefunden, warum der Sensor nicht funktioniert. Und dann kriegt ihr davon ein Video. Bleibt gesund. Bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, happy printing!